Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Was ist besser? Streichfett, Margarine, Öl oder die gute Butter? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Online-Praxis. Ich habe Patienten in der Praxis, die immer wieder dieselbe Frage stellen. Was ist eigentlich besser? Butter essen, Margarine essen? Ja, was ist gesünder sozusagen? Öl, soll man ja das ganze Fett weglassen? Stimmt das überhaupt? Also ihr Lieben, ihr könnt erstmal alles nutzen. Ob ihr das Öl verwenden wollt, ob ihr die Butter lieber mögt als die Margarine. Ich habe die hier wegen der Namen natürlich Aufkleber drauf gemacht. Ist ja keine Werbung. Dann könnt ihr sozusagen beides nutzen. Es gibt Leitlinien, die sagen, Butter oder Margarine ist sozusagen eine eigene Entscheidung. Der Hintergrund, die Butter ist vom Tier und wird aus tierischem Also ja aus Milch hergestellt und aus tierischen Produkten gewonnen, während die Margarine in der Regel, weil sie ja streichfähig ist, sozusagen aus Öl hergestellt wird. Es gibt manchmal die Diskussion, dass Patienten sagen, nee, Margarine will ich nicht und ich will Margarine auch nicht auf Brot, dann lieber Butter. Also das kann jeder selber entscheiden. Der Fettanteil bei Butter sind 80%. Wenn ihr eine klassische Margarine habt, dann sind es ungefähr 75%. Das heißt, der Fettanteil im Zuge der Kalorien ist egal, ob ich Butter, ob ich Margarine oder ob ich Butter verwende. Was es dann noch gibt, Margarine wird ja in der Regel immer aus Öl hergestellt, muss geschlagen werden und dann kommt zum Beispiel Lecithin, also Eigelb dazu, damit das Öl streichfähig ist. Das nennt sich dann nachher Margarine. Und wenn wir aber das Öl, also die Margarine mit Butter mischen, das gibt es nämlich heute auch ganz vielfältig in solchen Verpackungen, gerade auch in diesen, oh Gott, viereckigen Verpackungen. Das heißt, da habt ihr dann die Angabe nicht Butter oder Margarine drauf, sondern hier steht zum Beispiel Streichzart oder Streichfein oder es stehen irgendwelche Wörter mit K oben drauf, die sich hübsch anhören, wo wir im ersten Moment gar nicht wissen, was ist es eigentlich. Am Ende sind die viereckigen Verpackungen häufig, ihr müsst ein bisschen gucken, da steht dann drauf Butter mit Rapsöl. Das heißt, es ist am Ende Margarine mit Butter gemischt. An der Stelle fällt mir auch ein, dass es ein bestimmtes Öl gibt aus Schweden, wo auch immer sehr viel Werbung für gemacht wird. Das Öl hat ja generell erstmal Rapsöl, Sonnenblumenöl, Leinöl, Nussöle, alles was wir an Öl haben, immer einen hohen Anteil besondere Fettsäuren. Die Fettsäuren sind entzündungshemmend, helfen zum Körperfett reduzieren. Das Öl zum Beispiel hilft, die Schleimhaut auszukleiden. Wer die anderen Videos schon gesehen hat, kann dazu mehr erfahren. Das Öl selber aber hat in den Fettsäuren, in den guten Fettsäuren, prozentuale Unterschiede. Also ein Sonnenblumenöl kann ich besser erhitzen. Rapsöl geht ja auch in der Regel gut. Das Sonnenblumenöl hat aber einen ganz kleinen Tick aufgrund der höheren Erhitzbarkeit, etwas geringeren Anteil dieser gesunden Fettsäuren zu zum Beispiel Rapsöl oder Walnussölen. Das heißt, es kommt immer darauf an, mit was ich das vergleiche. Das ist auch bei Leinöl. Das Leinöl hat ja übers Fernsehen so seinen Hype gekriegt. Das ist nur eine prozentuale, die sogenannte Arachidonsäure, ein prozentualer Anteil, der sozusagen in den Ölen unterschiedlich ist. Also ihr könnt gerne für Deutschland, Rapsöl wächst hier, ne? Ist ja regional, ist, wie sagt man noch, nachhaltig, wenn es aus der Region kommt. Könnt ihr gerne Rapsöl nehmen. Rapsöl lässt sich auch gut in Süßspeisen verwenden. Zum Beispiel, um die gesunden Fette aufzunehmen, sage ich immer Quark-Joghurt. Wenn ihr Schälchen habt mit Obst und Quark oder Käse oder Frischkäse drin oder Ersatz da drin, dann könnt ihr gerne einen kleinen Schuss Öl reinmachen, weil dann kriege ich auch die gesunden Fettsäuren. Vitamin D kennen einige auch, kommt auch immer über den Anteil Fett. Warum? Brauchen wir zum Beispiel die Knochenstruktur. Dann gibt es noch Vitamin A, Vitamin E und Vitamin K. Vitamin K ist wichtig in den Fetten, auch in Butter, Margarine, also die Vitamine, die fettlöslichen Vitamine sind überall im Fett drin. Das Vitamin K brauchen wir für die Blutgerinnung. Das Vitamin E könnt ihr euch immer merken, Haut, Haare, Nägel. Und das Vitamin A sozusagen wird immer so für Sehkraft genannt, also A, E, K. Und Vitamin D kennt ihr von der Osteoporose oder Knochenstruktur. Und das Vitamin D kann unterstützt werden, wenn wir dann ein bisschen Fette einbauen. Auch für das Thema Gewichtsveränderung. Fette sind wichtig, gerade die ungesättigten Fettsäuren bitte gerne mit einbauen.
Also ihr Lieben, jetzt habt ihr ganz viel über Fette gehört. Schaut, was ihr gerne nutzen wollt, Butter, Margarine oder Öl. Öl ist ziemlich sinnvoll, 1-2 Esslöffel täglich. Und also roh aus der Flasche direkt in die Mahlzeit, wenn ihr es geschmacklich mögt. Ihr könnt als Streichfett oder den Klacks Butter, den unsere Großeltern früher in das Gemüse gemacht haben, gerne nutzen. Oder ihr verwendet die Mischfette, wer es mag, in Form von Streichfett auf Margarine zum Beispiel, auch auf Brot oder Brötchen oder zum Beispiel auch der Klecks Butter an dem Gemüse. Warum macht man das? Vitamin D und ADE, ne? Und K, habe ich vorhin gesagt, sind wichtig. Und das Vitamin A ist eine Vorstufe, also dass der Vitamin A-Anteil in den Fetten und in der Kombination mit Gemüse, nicht nur Möhre, die immer so gehypt wird, sondern auch mit den Provitaminen in den Gemüsen, auch in anderen Gemüsesorten, ist sozusagen die Aufnahme von Vitamin A dann gewährleistet. Deswegen wollen wir auch immer Gemüse essen. Oder sollten wir. Ne? So, ich danke euch erstmal fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.